Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist wieder euer Nutoko aufs Brot. Und wir spielen hier ein bisschen Sims 4 und versuchen jetzt mal, ob wir die kleine Virginie hier in die nächste Altersstufe bouncen können. Wird heute ein Kind. Hat wohl geklappt. Wähle ein Bestreben, wähle ein Merkmal. Okay, dann darf man sich also nur eins aussuchen. Hans Dampf in allen Gassen haben wir da. Dieser Sims möchte mit jedem reden und Freundschaft schließen. Kleiner Frechdachs möchte verspielt und flink sein. Kreatives Wunderkind oder Senkrechtstarterin. Also ich schwanke ja zwischen den ersten zweien. Wir machen mal kleiner Frechdachs. Und ein Merkmal. Ja, da passt aktiv eigentlich relativ gut, aber wir machen Genie da drauf. Oder? Hitzkopf, wahnsinnig. Ja, doch. Wir machen ein wahnsinniges Kind. Bam. Und was ist jetzt mit dem Ding hier? Bleibt das jetzt da stehen? Tipptopp. Wiege Mann im Mond. Ey, dafür kriegt man sogar noch Geld. Das ist ja mal cool. Kann ich ja so noch Geld bekommen für Wiege Mann im Mond 120. Ich brauche jetzt ein richtiges Bett für die. So. Ach so, ah ja, weil die Tür jetzt da ist, ist das Bett hier weg. Okay. Gerade schon gewundert, was hier los ist. Erdbeerstrauch. Das könnte ich verkaufen. Gänseblümchen, Erdbeeren, 49 Stück. Verkaufen. Alle verkaufen. Kann man natürlich nicht gedrückt halten. Aber wenigstens eingeben. Gott sei Dank. So. Naja, ich wollte nach einem Bettchen gucken. Beziehungsweise ich könnte ja jetzt auch die Räume umplatzieren. Mach ich jetzt auch. So, Schneckball zieht hier hin um. Zack. Und das Kinderzimmer. Nein, das ganze Zimmer. Zack, kommt hier. Da muss ich das erst drehen anscheinend, oder geht das auch so? Das Zimmer ist zu groß, sehe ich gerade wieder rein. Zack. So müsste es aber gehen. Das ist echt cool, dass man die Räume komplett verändern kann. So. Ein Zimmer neben der Mama. So, dann ist die Badewanne jetzt natürlich verschwunden. Dann machen wir die einfach dahin. Der Teppich. Und gleich mal schauen, ob wir da das Bett draufstellen können. Ja, die Giraffe kommt weg. Gary Giraffe. Und dann suchen wir mal ein Bettchen. Schlummerwohl Einzelbett. Es ist ja ein Mädchen, also muss da was Pinkes rein. So, okay. Und dann, was haben wir hier noch? Nichts mehr? Gut. Die Pipette. Schlichte Tür. Kommt hier auch noch eine hin. So. Ne? Okay.
Okay, das wär's dann soweit. Die Virginie, damit haben wir den ersten Nachwuchs in der Sims WG. Ich freue mich. Und die müsst ihr dann jetzt auch mit jedem eigentlich befreundet sein. Selbst mit ihrem Vater, der Geist. Sehr cool. Nur mit Brainy noch nicht. Aber das kriegen wir auch noch hin. Der kommt ja eh jeden Tag vorbei. Oh, da hinten ist schon wieder was futsch. Muss wieder die Reparationeurin hin. Schneckball hat folgende Tuning-Teile bekommen. Juhu. Wegwerfen. So, jetzt schauen wir uns mal die Virginie hier genauer an. Was hat die denn jetzt hier? 2 Stunden. Ah, sie will einen Spielturm haben. Okay. Und sie will 2 Stunden tanzen. Außerdem in 2 Fähigkeiten Level 4 erreichen und energiegeladen zur Schule gehen. Okay, erstmal 2 Stunden tanzen, das sollte ja eigentlich easy zu machen sein. Everybody dance now. Ich finde es ja echt ein bisschen doof, dass man sich einfach aussuchen kann. Hat die Motorikfähigkeit erworben. Okay, durch Tanzen. Interessant. Ist ja ein bisschen blöd, dass man sich selber aussuchen kann, wann die Babys denn erwachsen werden. Tanz noch ein bisschen. Eine Stunde getanzt. Jetzt ist schon müde. Stopp. Da ist dein Bett. Beschämt. Ah, weil du Amanus Pimmel gesehen hast. Du, 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 du. Sind alle am Schlafen? Krass. Was ist denn hier schon wieder los? Haben die schon wieder Bäumchen wechselig gespielt? Ach, glaubst du. Los, 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 noch ein bisschen. Jetzt mach mal ein Nickerchen. Bist du wieder total aus deinem Zeitalltag raus? Oh, Amano hat auch endlich die Feinschmecker-Kochfähigkeit erworben. Holt ja auch mal Zeit. Und jetzt? Keine Lust zu essen, ne? Oh, schmeckt doch so gut. Ah ne, wegen niedriger Energie, okay. Und Amano muss wieder in einer Stunde arbeiten. Schön ruhig, keiner wach ist. Warum hatten die eigentlich so niedrige Energie? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Na, dann geht du mal arbeiten in so einer Verfassung. Das ist ein super Plan. Virgin, die scheint aber auch eine Langschläferin zu sein. Ist noch Futter da? Nein. Verdammt. Pfannkuchen. Mmh. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Also mir zumindest. Oh, Level 4 der Kochfähigkeit. Sehr schön, sehr schön. Welches Stockwerk? Der Boss von Amano braucht 2 Geschichten. Eine davon ist pikant und das bedeutet, Amano muss das ganze Wochenende arbeiten. Die andere ist leichte Kost. Oh, Entschuldigung. Oh, pardon. Die es ihm ermöglicht, seine freien Tage zu genießen. Welche Geschichte soll er schreiben? Schwieriger Job.
Leistungsverbesserung klein. Okay, Amano war fleißig und hat gute Arbeit geleistet. Die gesamte Belegschaft war beeindruckt und das Opfer war es wert. Ui. Alter. Was macht die denn hier für ein Feuerwerk? Schneck, man möchte Freundschaft schließen. Oh, Marvin ist auch tot, sehe ich gerade. Der Monsieur, der, ja, mit dem Schneckball ein bisschen angebändelt hat. Freundschaft geschlossen? Hat das jetzt geklappt? Ne, irgendwie noch nicht. Wer ist hier noch tot? Annetta? Okay. Ein bisschen merkwürdig, dass die ganzen Geister da drin auftauchen. Das geht ja spielen. Geh lieber mal duschen, du stinkst. Ja, Brainy, du kannst vorbeikommen. Das ist nicht dein Bett. Das ist dein Bett. So, bist fertig mit Pullern? Ja, Gott sei Dank. Und Hunger hat sie auch noch. Müsste ja noch was im Kühlschrank sein. Okay, sie hat es anscheinend schon gefunden. Oh, sie hat schon Hausaufgaben, obwohl sie noch nicht in der Schule war. Okay, das ist krass. Virginie kann jetzt auf sprechendes Spielzeug drücken, damit es redet. Okay. Wie witzig. Sie kann sich mit dem Kuscheltier anfreunden. Wie geil ist das denn? Das ist echt mal witzig. Hat die Kreativfähigkeit erworben. Virginie kann jetzt am Kreativkunsttisch zeichnen. Sie kann außerdem mit dem Puppenhaus und Spielzeug aus der Spielzeugkiste spielen. Nach Pangea fragen, ja. Ich finde das gerade ziemlich witzig, dass die mit dem Drachen hier sich unterhalten kann und alles. Und jetzt sind sie sogar Freunde. Oh. Wie süß. Abgefahren. Fisch kaufen? Ein Guppi. Toki muss zur Arbeit, aber nur kam heim. Okay, okay, okay. Guppi in Inventar legen. Der Guppi heißt jetzt Klubschi. Zack. Mit dem kann ich auch nichts machen. Gewicht 0. Okay. Virginie ist wahnsinnig. Wahnsinniges Sims durch Leben. Eine vollkommen unvorhersehbare Achterbahn der Gefühle. Okay. Kann eigentlich Geige üben. Nee, kann sie nicht. Ah, okay. Kann nicht von Kindern gespielt werden. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich so ein Kletterding hier bekomme. Ah, sie muss auch noch tanzen. Mit Toki tanzen. Oh, ich habe auch einen coolen Stress jetzt zum Arbeiten.
Toki ist zur Arbeit, sehr schön. Los, tanz, tanz! Virginie hat Level 2 der Fähigkeit Motorik erlernt. So, und jetzt möchte sie auf einem Spielturm spielen. Dann gehe ich da mal gucken, ob ich so ein Teil hier hinten hingeklatscht bekomme. Draußen war das. Draußen? Ah, ne. Da, draußen. Außenaktivitäten. 3000 kostet das günstigste. Das ist krass. Das ist krass. Muss ich mal ein bisschen sparen, Futter mal was, genau. Was ist los? Brainy möchte vorbeikommen. Joa, dann mach du. Jeder hat auf dem Klo telefoniert. Anbrüllen? Nein. Brainy kommt und räumt direkt mal auf. Das ist natürlich nice. Herbeirufen. Mach mal was mit der Kleinen. Über Spielzeug reden. Witze über Comics machen. Über Lieblingstier. So, und Epic Fail muss jetzt mal gucken, dass ihr Schwangerschaftsbauch wegkommt. Level 3 der Fitnessfähigkeit erreicht. Sehr schön. Das musste sie ja eh für ihre Arbeit machen. Level 7 der Videospielfähigkeit. Alter. Schneckbart kann sich jetzt Gaming-Livestreams am Computer ansehen und mit anderen Sims über Videospielprofis tratschen. Okay. Ah, ja. Also bestimmt sau cool, wenn ein Kind so in einer WG aufwächst, irgendwie. Finde ich irgendwie gerade. Finde, das hat was. Höhere Level der Motorikfähigkeit. Am Computer tippen. Okay. Probieren wir das mal. Was kann man hier überhaupt machen? Tippen üben. Spiel spielen. Machen wir mal Tippen üben. Beim Onkel Toki im Zimmer. War ja sonst auch immer bei Sims Spielen so, dass die Kinder die Fähigkeiten viel schneller bekommen haben als die Erwachsenen. Scheint mir so, als wäre es hier auch so. Es hier ist jetzt schon Level 3 der Motorikfähigkeit und die geht doch relativ fix, finde ich. Tipp, tipp, tipp. Sehr schön. So, jetzt ist es aber auch mal gut. Oh, der Papa ist da. Geh mal zum Papa. Oh, der Papa ist wütend. Warum ist denn der Papa wütend? Gemeinsames Foto. Das hat nicht jeder. Foto von seinem Geist Paps. So, Pibi, schlafen. Ja, Viertel vor 4 ist dann super, super Zeit, so als Kind in die
Mach den Fernseher nicht kaputt. Ich glaube, du bist bescheuert. Geht's noch? Ja, genau. Putzen darfst du. Putzen darfst du. Okay. Schlecht. Okay, schlecht. Okay, schlecht. Echt mal schauen, dass sie alle mal so einen relativ geregelten Ablauf bekommen. Schneckball ist immer noch am Daddeln. Daddelt, bis das Teil freckt ist. Oh, so, ja, dann wäre die Folge hier jetzt auch nochmal zu Ende. Wir haben einen kleinen steuerbaren Mitbewohner mehr. Die Virginie. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen hoch da oder schreibt irgendwas in die Kommentare. Was würdet ihr euch noch wünschen? Was soll ich bauen? Oder soll ich vielleicht ein neues Haus bauen und hier ausziehen? Weil das hier ist ja doch eher so ein zusammengewürfeltes Tohuwabohu. Schreibt mir einfach mal, was ihr denkt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss.